Wir sind von Weida aus gestartet, haben das die Greenmama gestern abgeholt, hat soweit alles gut geklappt. Noch ein paar kleine Einstellungsarbeiten diesmal und wir sind jetzt auf einer sehr schönen Brücke unterwegs. Ah, eine schöne Holzbrücke hier. Und eine Hupe haben wir auch. So, wir sind jetzt gerade auf eine Fähre gefahren. Die geht über die Saale. Na, wollen wir mal gucken. Jetzt müssen wir wirklich ein bisschen abkoppeln, weil da geht so eine komische Stufentreppe runter. Wenn Sie so nett sein würden, jetzt gleich den Steg mal frei zu machen. Hier ist sperrige Last drauf. Dankeschön. Da müssen wir hin. Helmut, erzähl doch mal, wie fährt denn die Fähre hier? Mit Motor oder? Mit Handkraft. Mit Handkraft? Eigentlich mit Strömung, das ist eine Gierseilfähre eigentlich. Ich helfe bloß ein bisschen aus, damit wir nicht so lange hier unter Sonne sehen. Also es ist eine Gierseilfähre, aber sie wird mit etwas Muskelkraft unterstützt. Folge dem Weg 5 Meter. Ja, also damit wir dann auch eine Chance haben. Unser Navi sagt gerade, wir sollen jetzt rechts auf Blütengrund fahren, aber ob es da Blütengrund gibt, weiß ich nicht. Also hier noch nicht auf jeden Fall. Aktivcamping heißt das, keine Ahnung. Haben Sie den Ort oder so jetzt? Doch, wir haben Navi und so alles mit dabei. Sind Sie mal so lieb und gehen mal hinter uns Ruder? Genau, machen den Ring raus. Hier wird jeder mit angesprochen. Legen das Ruder auf die andere Seite. Dankeschön. Guck mal, hier haben wir ja auch noch einen Rudermeister. Perfekt, dankeschön. Wird alles. Jetzt wird nicht der Kapitän, ja. Nee, wir fahren die Gäste, ja. Der soll mich mal ans Ruder lassen. Ich kenne doch das Märchen, ja. Und dann noch ein schönes Leben. Ich mache mich dann jetzt für den Acker, ja. Genau. Nee. Wenn der mich ans Ruder lässt, dann landen wir aber ganz woanders. So. Alles klar. Schon angekommen. Heute der zweite Tag. Und jetzt fährt er mir gleich weg hier. Wir haben heute jetzt noch ungefähr 70 Kilometer vor uns. 20 ungefähr sind wir gefahren schon. Das ist heute nicht so eine lange Etappe. Gestern sind wir um die 100 Kilometer gefahren, so ein Schnitt von 21. Ansonsten fahren wir eigentlich meistens motorfrei. Das geht auch sehr gut. Also die Greenmama bis jetzt sieht das so aus, für Tourenfahren absolut geeignet. Die zweite Etappe haben wir auch gut geschafft. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann überhaupt. Ja, wie ihr hört, Unwetter waren angesagt, Unwetter kommen jetzt. Die waren schon früher angesagt, aber es scheint doch relativ heftig zu werden. Ja, da wollen wir mal sehen. Es blitzt und donnert heftig. Wir sind irgendwo, ja, irgendwo am Harz in der Nähe und ja, wir werden es sehen. Ja, da guckt er ganz schön blöde, ne? Ja. Da muss der Jürgen hinfahren. Da, wo die Kumpels sind. Da sind die Kumpels. Und den wollen wir gleich runterfahren. Den wollen wir gleich langfahren. Ja, heute war ein bisschen schwierig. Wir hatten ein paar kleine Wege, die ziemlich überschwemmt waren. Aber ansonsten fährt die Greenmama noch. So, heute testen wir mal den Kocher. Morgens früh, wir sind ja am Weserradweg direkt und heute geht es dann noch Richtung zum Treffen. Und da sind es nur noch 80 Kilometer, das ist also nicht weit. Und da geht es nur runter. Und Helmut macht das super, ja.
Trangia mit Gaseinsatz und vielen schönen Sachen. Es gibt Rührei mit Zwiebeln. Was ist da noch drin? Gewürze. Gott. So, wir sind gestern Abend schon eingetroffen beim Hattenfängertreffen von den Liegeradfahrern und später das Felgenfest. Ist angeschmissen. So, jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil des Rattenfänger Liegeradstreffens. Kurzer Stopp war eine Einkaufskette. Tour hat gestartet. Green Mamba steht auf dem Behindertenparkplatz, aber das ist sogar legitim, weil ich ja einen Ausweis habe dafür. Wir haben ein kleines Problem. Muss wohl gerade ein Baum umgefallen sein. Lass dich einfach die Fahrräder rüberheben. Das ist aber Sache der Feuerwehr.
Ja, ja. Alles über. Wollen wir abkuppeln? Nee, das machen wir. Ja? Können wir heben wahrscheinlich. Und die kräftigen Leute von der Tour. Fahrräder, Achtung! Warte! Martin? Meinst du zum Beispiel? Ja, ja. Bei der Straße, ja. Hallo, ist das eine Spannung, das ist voll der Scheiße. Ja. So, jetzt geht's ein bisschen Singletrail hier lang und gleich geht's bergauf. Wir fahren jetzt an alte Bahntrasse, wo die Schienen im Prinzip einfach ausgelegt sind. Und da hinten ist der Gropiusbau. So, kleine Panne bei der Green Mamba. Einen dicken, fetten Nagel reingefahren. Kommen da noch welche, oder?
Das war schön. So, heute geht es jetzt aufs Felgenfest in kleiner Truppe mit sehr unterschiedlichen Fahrzeugen. Nehmen Sie das Ding weg. Fahr mal ein bisschen vor, Manu. Die Kamera auch drehen. Okay. Götter, modern gegen alt. Aber bergauf bin ich halt langsamer. Er winkt, er traut sich jetzt schon zu winken, ne? Er ist schon. Die Behinderten. Moin, moin. Hier doch alle möglichen Fahrertypen. So, wir sind auf der Platanenallee, die Allee mit den ältesten Plantanen in Europa oder den größten, hat er auch gesagt. Jetzt auch ein Felgenfest gibt's hier. Ja. Alles Mögliche an Ständen. Morgendlicher Aufbruch, das Felgenfest ist vorbei. Heute wird uns Britta verlassen, die auch zum Felgenfest gekommen ist. Und dafür fahren wir noch mit Christine zusammen bis Bielefeld. Und von Bielefeld geht es dann nach Oelde zu mir nach Hause. So, hier unter uns nochmal das wunderschöne Atomkraftwerk. So, wir fahren jetzt nach Hameln rein. Thank you.
Nein, ich wechsle natürlich nicht das Fahrzeug, aber wir sagen immer, wir sitzen so tief. Wer sitzt denn hier bitte schön nicht tief im Auto? So, entspanntes Cruisen. Am Weserradweg in Hameln haben wir schön gefrühstückt und jetzt geht's Richtung Grinteln. Von der anderen Seite? Nicht von der anderen Seite, schlecht nur von der Seite. Okay. Ja, dann kommt mal wieder vor. Wir fahren nach Hause, leider. Aber noch ist nicht Schluss. So, Green Mamba in Aktion. Eisdiele geht es jetzt weiter von Flotow Richtung Bielefeld. Wir sind jetzt auf dem Weg von Schloss Olpe-Stüttenburg, wo wir heute übernachtet haben, zu mir nach Hause nach Oelde. Das sind aber nur ungefähr 40.